Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir sind ja schon oft an Problemen gerade noch so vorbeigeschritten. Jetzt langsam wird es aber interessant, weil ich keinen Plan habe, wie ich diese blöde Raketerei hier wieder unter Griff kriege. Schau mal. 9 kann ich maximal mitnehmen. Starten wir das Ding mal. Exportiert Flugfortschritt. So. Mhm. Wir schauen auch gerade mal, dass die Ressourcen. Okay. Produktion elektronischer Teile. Da sollten wir mehr kriegen. Hier sind wir fast im Ausgleich, würde ich sagen. Hier fehlt angeblich Nahrung. Warum kümmern wir darum, Leute? Kann es sein, dass ihr zu wenig Bots habt? Ah, nee, die haben schon wieder erhalten. Okay. Schauen wir mal hier. Voll am Werkeln, die Leute. In der Maschinenteilefabrik. Das ist gut so. Wasser scheint wieder weniger zu werden. Warum? Aber wieder Reparatur? Nee. Oh. Kein Vorkommen mehr. Ja, Halleluja. So, was davon gekommen ist, denn hier habe ich auch noch 2000 drin. Bedeutet, ich muss schnell einen Wasserturm hier bauen. Muss ich hier schnell einen hinbauen. Und das hier alles mal wieder runterreißen fürs Erste. Nehmen Sie Haltung. Das ist die Sache, wir bräuchten Deepwater. Haben wir sowas? Guck mal, wir haben hier noch so eine Anomalie rumliegen. Hier hätten wir tiefes Wasser. Das sind auch 82.000 Wasser, das wäre natürlich richtig geil. Das nächste Wasser, hier wäre halt ein riesiges Lager. Das wäre so eine Sache, die mega geil wäre natürlich, ne? 66, komm, das nehmen wir an. Das Problem ist, bau mal über die Länge eine Strecke. Also eigentlich, wie gesagt, müsste ich jetzt hier schauen, dass ich das da unten begradige so ein bisschen, eine Fläche reinmache und dann Wasser absauge. Ich habe noch 2000 Wasser zum hinbekommen. Vielleicht werden wir neu kennen. Kundungsrover. Das ist nämlich jetzt die Sache. Wie mache ich es? Wie mache ich es? Wie mache ich es? Wie mache ich es? New colonists have arrived. Ankommende Touristen 2, ankommende Kolonisten 7. Gut. Da haben wir halt ein fettes Wasservorkommen. Kann unsere aktuellen Technologie nicht abgebaut werden. Heißt es denn überhaupt schon in Planung? Diese Deepwater-Bohrungsscheiße. Wo ist denn das? Extron-Upgrade, 35% Produktionssteigerung. Im Ansatzweise, wir brauchen 9000 dafür. Also eigentlich müsste das unser erstes nächstes Ziel sein. Danach können wir gerne die Erschaffung von Seen machen. Weil aktuell steht unser Wasser im Niedergang. So, wir müssen jetzt erstmal. So.
Und natürlich auch die Produktion upgraden. Abreisende Touristen. Warten auf Abladen der Ressourcen. Zwei Anomalien gefunden. Das ist auch noch eine Anomalie. Okay, geil. Das ist gut. So, vielleicht funktioniert das jetzt. Startbereit. Es fehlen auch noch die Touristen, oder? Wie kann denn das sein? Schienen. Widerstandsfähige, ja, das kenne ich. Lizenziert mal marsianische Urheberrechte für die Benutzung auf der Erde. Erhalte Geldmittel in Höhe von 2 Millionen. Mhm. Diese Technologie lässt sich wiederholen und kann mehrere Male erforscht werden. Ho! Fortschrittliche Raketentechnik ermöglicht den Bau von Raketen auf dem Mars. Passagierraketen bieten Platz für 10 zusätzliche Kolonisten. Holy shit. Schwerkraftheftig. Neue Kuppel Mega. Das fortschrittlichste und geräumigste Kuppeldesign. Neue Kuppel Mega Trigo. Oh. Okay. Neue Gesteinsabfallanlage. Wandel langsam Gesteinsabfall in Beton um. Das wäre auf jeden Fall, was ich bräuchte. Hier hätte ich noch halt. Ich muss einiges noch erforschen. Ich kann hier oben auch mal erforschen anfangen. Ich habe schon einiges gefunden, aber ich kann es nicht benutzen. Hungernde Kolonisten. Warum? Wer hungert hier und warum hungert ihr? Einschlagort. Ja, Leute. Wo sind denn die Mitarbeiter? Die haben null. Warum hat denn der null Drohnen? Dann kann hier nichts repariert werden. Oh Gott. Und mir ist es nicht mal aufgefallen. Okay, Wasserreserven. Alles hat sich stabilisiert. Alles gut wieder. No. Sind jetzt hier welche, die es anhören? Dann nicht. Ich check's nicht. Warum wollen die nicht gehen? Neu gefundene Anomalie. Das ist doch was. Neue Technologien können erforscht werden. Fusions-Selbstregelung. Magnetfeldgenerator. Was kommt denn hier? Verjüngungskur. Was ist das? Mohol-Projekt. Mohol-Mine. Extrahiert ohne die Notwendigkeit eines Vorkommens Metalle, Edelmetalle und Gesteinsabfälle und beheizt gleichzeitig die Umgebung. Oh. Was? Fusionsreaktor-Upgrade verringert die Anzahl der Arbeiter. Das ist natürlich mega geil. Heimatgesellschaft, Wohngebäude-Upgrade, Heimatgesellschaft erhöht die Service. Boah, okay. Kompakte Hangars. Hochleistungsdüsen. Was ist das hier? Magnetfeldgenerator. Wundermagnetfeldgenerator verringert den Verlust von Atmosphäre, der durch die fehlende Magnetfeld ausgelöst wird. Okay. Verwässern und die Stärke der Staubstürme und Meteoritenstürme und schafft ökologische Voraussetzungen. Steht für dich die Zusammensetzung der Marsatmosphäre. Je höher der Parameter, desto stärker ähnelt.
durch verwässert die Atmosphäre, führt zur Terraforming-Boost bei der Energiegewinnung durch Windräder und durch Moxies. Die Energiegewinnung durch Solarkollektoren wird verringert. Wie denn immer eigentlich? Wie? Der kriegt von mir jetzt eine hohe Prio. Die sollen dieses Ding befüllen. Füllt das Ding auf 24/7. Mir scheißegal wie. Macht das Ding bumm voll. Warum? Hat Stand verloren. Ich habe 2.600. Scheiß Zeug davon. Phoenix. Phoenix? Durchbruch. Phoenix-Projekt. Wenn ein Kolonist stirbt, wird er oder sie mit einer Chance von Höhe als Kind mit denselben Eigenschaften rekonstruiert. Okay. Holy shit. Es fehlen noch viele Dinge von hier unten, aber wir kommen schon ordentlich voran. Holy shit. Blue Sun hat wieder ein Angebot 5. Das nehmen wir doch an. Forscher nach oben? Ne, der hat schon durchgeguckt. Also eigentlich habe ich nur noch das hier unten, aber das zu erreichen ist scheiße. Ich habe hier Wasser, ich habe hier Wasser. Hier habe ich halt 3 Wasserplätze auf einen Schlag. Problem, ich müsste von da nach da eine Wasser und Strom wahrscheinlich setzen, außer ich baue das alles. Das ist doch scheiße. Aber ich glaube, das Wasser hält nicht mehr so lange, ne? 1600 noch. Eklig ist es! Kannst du mir nochmal 20 davon bringen? Ein paar Samen noch bringen? Und starten? Ich lasse die Rakete nicht nur hier landen, dann ist die in der Nähe von allen. Preisunterbietung. Eine andere Kolonie verkauft ihn Leute für einen viel günstigeren Preis. Einfach den niedrigeren Preis, das interessiert uns ja nicht. Wie schaut es mit der Forschung aus? 30%. Das wird nicht gut. Wie schaut es mit unserer Uni aus? Die ist voll belegt eigentlich. Upgraden. 25% mehr Produktion. Forschung pro Sol 551. Meine Überlegung gerade, wie kuppeln ist, weil die immer so ein Nahrungsproblem haben. Dass ich hier mal eine. Wir haben hier so ein. Wo waren das jetzt hier? Kleiner Lebensmittelladen und haben ein Lebensmittelgeschäft. Das Ding haben wir hier stehen, okay, aber trotzdem jammern sie. Wenn nur ein kleiner ist, okay. Wahrscheinlich. Ich bin jetzt hier auch nicht. The Big Expert. Was ist unser Kollege eigentlich? Er hier. Mach nochmal bitte Transportroute. Alles, was du findest. Und bring es hier zurück. So.
Rakete kann landen. Dann lande mal hier. Wenn unser Nahrungsvorrat so hoch, dass das Lager fast voll ist. Abreisende Touristen, endlich, weil wahrscheinlich muss ich bei denen einfach in der Nähe landen. Endlich reisen die ganzen Deppen ab. Oh, holy shit, endlich. Und jetzt wird von überall natürlich erstmal die Ressourcen geschickt. Okay, dann gehen wir noch zu der. Ich habe vergessen, dass ich mit denen auch Technologie austauschen könnte. Ressourcen anfordern. Handel beginnen, Ressourcen anbieten. Da haben sie keinen Bock, okay. Das muss noch kurz vollgeladen werden und dann können wir... Schicken wir für den Sterling Generator jetzt erforscht. So unnötig eigentlich, aber hey. Einfach voll die späte Technologie jetzt für mich in dem Fall. Die tun jetzt mittlerweile auch wieder arbeiten, das ist natürlich geil. Gras geht noch nicht, weil Wasser noch nicht bei 10% ist. Schon wieder. Ja, okay, jetzt gerade war das Ding mal ganz kurz leer, aber das werden es doch gleich wieder richten können, oder? Die eine Person kürzt. Dann hol dir was zu schnabbern. So. Wie schaut sie aus? Immer noch nicht befüllt. Wir haben noch nicht mal die Maschinenteile rausgeholt. So fängt's an. Die Maschinenteile sind noch mal nicht mal ansatzweise draußen hier. Hä? Okay. Wie schaut's hier mit dem Wasservorkommen aus? 1000. Das wären 29.000 insgesamt in diesem Gebiet an Wasser. 29.000 Wasser. Ich muss wahrscheinlich das eigentlich quasi machen. Sektor scan. Wir müssen eine der ewig längsten Leitungen ziehen, die so extra unnötig sind. Drohnenfabrik braucht aber Mitarbeiter. Verbrauch von Strom und Kosten. Dass die low sind, das weiß ich. Das ist ja das gerade das Problem, an das mit dem man arbeiten muss. Rohre. Okay. So muss das erste die Linie sein. Er kommt hier mal hin. Der soll schnell hinkommen. Gleichzeitig bauen wir so kleine Universallager auf der Strecke auf. In regelmäßigen Abständen. Dann werden Ressourcen dorthin gebracht, wo sie gerade gebraucht werden. Und wir können jederzeit
an den Plätzen bauen. So, du kannst abheben. Dann schick die mal weg, die Jungs. Stecken natürlich auch über wieder Ressourcen, die keiner braucht, aber was soll ich sonst machen? Ich könnte natürlich jetzt noch mit einem Fahrzeug mitfahren und alles drum und dran, aber ich will, dass das jetzt so simpel wie möglich ist, dass wir in Zukunft eigentlich nur noch so Roboter auch hin und her schicken könnten, wenn es sein müsste. Das Ding hier hinten soll so ein bisschen autark werden in dem Fall auch. So, richten die restliche Leitung Wasser. Und ich werde jetzt echt das tun, was ich gedacht habe, werde ich nicht so schnell tun, aber ich werde noch ein Maschinenteilfabrik bauen. Und zwar in meiner größten Kuppel. Shuttles überlastet. Ja, das ist das aktuelle Problem. Das ist leider das aktuelle Problem. Sie liefern aus wie irre. Wir haben eine Food-Shortage. Drei hungernde Kolonisten, lass mich raten, ich kenne da so eine Kuppel, die hat ein paar Probleme. Oder die kamen doch sicher alle hierher. Ja. Alle aus der Ecke, dann machen wir aber hier noch. Schauen wir mal, was das bringt. Lebensmittelgeschäft. Wir müssen die Produktion von dem Zeug erhöhen. Der Lagerraum ist voll. Das ist immer ein ganz neues Problem. Depot für Polymer. Die Fabrik, haben da schon Leute angefangen? Ja, haben schon, nice. Gibt auch ein KI-Upgrade natürlich. Die Produktion pro Soll steigt stetig an und dadurch sollten wir hierbei dann auch hoffentlich autark werden. Sobald sie das erledigt hat. Geben jederzeit eine Möglichkeit, das Ding jetzt laufen zu lassen. Maschinenteilproduktion bei 6, das kann jetzt gar nicht mehr stimmen. Die Leitung ist so gut wie fertig. Da müssen wir noch Strom errichten und das wird noch alles der ekligste Teil eigentlich. Hier das ganze Strom errichten, schauen, dass das ausgebaut. Ah, dich kann ich auch gleich mal hier hinbringen. Wir müssen diese Steine wegbringen eigentlich dann. Beziehungsweise schauen, dass wir genug Wasser produzieren. Wir haben aktuell im Einsatz 4 Stück, glaube ich, ne? 4 Stück. Wenn wir 2 bei jedem platzieren, sollten wir eine gute Auslastung haben am Ende. Und das sollte hoffentlich dann reichen fürs Erste. Ich hoffe, dass jetzt endlich dann mal das steigt. Zwei Gebäude mit erschöpften Vorkommen. Shit. Ist genau das passiert, was zu erwarten war. Ist das Wasser ausgegangen? Okay. Plan, stell du die in. Simpelste wäre erstmal so ein Ding zu bauen.
Dann brauchen wir natürlich eine dementsprechende Energieversorgung. Und dann müssen wir schauen, dass wir die Wasserextraktoren hier bauen können. Schauen wir mal, ob wir ihn hinkriegen können demnächst. Ach schau, die Ressourcen gehen jetzt auch hoch. Produktionsteile 12. Jawohl. So wollen wir das. Jetzt sind wir dann komplett autark, endlich. Jetzt muss da nur noch das Wasser flutschen und dann hat sich alles erledigt. So, hier sind standardmäßig schon viele drin. Haben wir denn Arbeitslose? Nee, haben wir nicht. Ja, das erste Energierad wird auch schon gebaut. Ich hätte gerne das zwischen euch. Ja, die können wir uns leisten. Später wird es irgendwann mal ans Netz angeschlossen. Aber fürs Erste brauchen wir halt so eine Verbindung. Das ist die transatlantische Wasserleitung sozusagen. Und durch den hohen Bauanteil, den wir gerade haben, Baustellen haben allein 12 in Verarbeitung, sind wir natürlich sehr abhängig. Aber was soll man machen? Wir müssen hier viel errichten. Wir müssen gerade eine komplette Strom... Verkabelung herrichten. So. So. Und als nächstes muss natürlich dann noch müssen noch die Rohre angeschlossen werden. Und auch angeschlossen. Aber wie man sich vorstellen kann, fehlen natürlich dann dementsprechend hier auch. Was ist denn hier los? Die dementsprechenden Anschlüsse. Und solange nicht alles fertig errichtet ist, fehlt es natürlich. So, jetzt haben wir den ersten Spiel angeschlossen. Es sind auch schon 4 gebaut, 5 sogar gebaut, 6 jetzt sogar gebaut. Es fehlt noch die Kabellage, die das sozusagen dann verbinden muss mit dem Netzwerk. Jetzt sind wir schon positiv. Und hier oben wird dann wahrscheinlich das Wasserlager errichtet oder sowas. Hatte ich ja erst geplant für hier vorne, aber hier vorne ist jetzt sozusagen das Nachwasserlager, weil hier natürlich die Kabellage jederzeit angegriffen werden kann. Brauchen wir einen Puffer auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchen wir dann das aktuelle Lager, das für Notausfälle geplant werden kann und genutzt werden kann. Jetzt haben wir plus 11 Wasser wieder. Oh, ist das schön. So sehe ich das gerne und ich habe noch nicht mal Upgrades drin gebaut, ne? Große Wassertanks kosten 30 zur Herstellung. Wie weit ist die Reichweite von dem Ding hier? Hä? Wie weit reicht denn das Ding? Wenn ich den angreife, sehe ich es. Bei dem sehe ich es nicht. Dann wird es schon reichen. Ich hätte halt gerne doch 1, 2 rumstehen von den Dingern. Vielleicht komplett bescheuert, das sind 120 Metall, die ich jetzt hier verbrauche. Aber irgendwie finde ich es genial. So,
So, der hilft mir sicher auch noch genug Ressourcen dafür zu kriegen. Alles liefer es hier hin. Überfällige Mars-Touristen. Wir brauchen eh noch mal ein paar neue Passagiere. Starten. Wie viele Wohnplätze haben wir denn da? 34 freie Wohnplätze. Ja, Halleluja. Das, was wir auch brauchen. Dafür stehe ich jetzt. Ist jetzt nicht diese triboelektrische Bürste. Weil wir die haben noch nicht mal erforscht. Aber wo war es denn? Eine Drohnenfabrik. Ich habe Bock auf Drohnen. Und dafür brauche ich eine Drohnenfabrik. So, schauen wir mal. Der wird jetzt hier ordentlich Ressourcen wahrscheinlich scheffeln. Immerhin gibt es hier auch massigweise. Neue Anomalie. Nein, oh, natürlich da, wo ich nie bin. Aber da müssen wir auf jeden Fall hin. Haben wir hier oben eigentlich auch tiefes Wasser? Nee, haben wir nicht, aber dafür... Fürs erste Vorrat an Wasser. Das Zeug muss natürlich auch noch an die Pipes angeschlossen werden. Irgendwie ist da ein Anzeigefehler, aber der wird sich schon beheben. Jetzt ist er wieder da. Perfekt. Je voller das Ganze, desto happier bin ich. Und je grüner das langsam alles wird, desto besser ist es noch dazu. Wir machen überall Plus. Wir haben es echt geschafft, ich glaub's nicht. Abreisende Touristen. Es werden noch Güter auch mitgenommen in dem Fall. Ein inaktives Gebäude. Hier hinten gäbe es ein Vorkommen. Haben wir sonst noch ein Vorkommen in der Nähe? Hier wären zwei oben. Mein kleiner Freund Roboter. Einen Gefallen tun. Ich habe da so eine Idee. Warum machst du nichts? Wir haben hier noch. Der hat nicht alles abgegrast, aber meckert schon. Hier ist noch so ein fettes Stück Stein, was 9 bringt. Zwar nicht viel, aber es bringt was. Hier sind auch nochmal 17. Hier sind 12. Wahnsinn. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.